Heyo Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute sind wir mal wieder in meiner eigenen Gameshow, Leute. Und zwar, ihr könnt es hier schon sehen, ich habe mich nicht lumpen lassen, ich habe den gesamten Golfplatz gemietet und habe meine eigene Spieleshow gemacht. Und heute gibt es wieder etwas zu gewinnen. Amir und Russig, die Paul Berger, müssten auch gleich schon wieder kommen, Leute, denn die werden heute mitmachen. Und zwar gibt es heute zu gewinnen einen goldenen Lamborghini Sian, meine Freunde, für den Gewinner aus der Gameshow. Und da ist auch schon der erste Teilnehmer, unser erster Kandidat. Und der zweite auch noch direkt. Russig und Amir, was geht ab, Jungs? Was geht? Habt ihr Bock oder was? Ja. Ja, sehr gut. Denn heute gibt es mal wieder das Glücksrad-Container-Battle. Und es kann nur einen Gewinner geben. Und der Gewinner bekommt dann diesen goldenen Lamborghini. Habt ihr Bock? Oh. Ja, ja. Hey, komm, wir spielen einfach aus Spaß. Komm, wir spielen einfach aus Spaß und ich hole den goldenen Lambo schon mal mit. Nee, Finger weg von dem goldenen Lambo. Nur den Gewinner kriegt den. So, weg damit. Leute, ich habe hier den gesamten Golfplatz gemietet, habe hier eine Gameshow bauen lassen und der Gewinner kriegt noch einen Lambo. Also wir haben hier richtig einen rausgehauen. Ich würde sagen, meine Freunde, hier kurz der Erklärungspart, wie es funktioniert. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir drehen hier gleich dieses Glücksrad. Dadurch wird entschieden, welchen Container man bekommt. In der ersten Kategorie geht es um Supersportwagen, dann geht es um SUVs und dann um Motorräder. Dann kann jeder seine Fahrzeuge nochmal auftunen und dann hinter diesen Boxen werden die Fahrzeuge nochmal durchgewechselt. Mit den drei Fahrzeugen, die man dann noch übrig hat, wird man Challenges machen und der Gewinner bekommt dann den goldenen Lambo, Leute. Ich würde sagen, Russig, du bist hier am Glücksrad. Du darfst einfach mal anfangen zu drehen. Let's go! Oh, Russig, was wird deine Zahl werden? Was wird meine Zahl werden? Oh, Leute, lasst natürlich auch ein Like und ein Abo, da habe ich noch gar nicht gesagt. Und die Nummer 5! Wow. Russig, du hast die Nummer 5. Deswegen würde ich sagen, mach den Container weg und schau, welches Fahrzeug du bekommst. Jungs, 3, 2, 1. Oh, ein Bugatti. Sehr, 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 sehr starker Anfang. Ein Original Bugatti, kein GTA Bugatti, sondern ein Original. Russig, du darfst das Auto schon mal schnappen und in eine von deinen Boxen reinbringen da hinten, ja? Alter, aber Russig hier schon mal ein Bugatti, sehr, sehr strong. Wisst ihr was, Amir, du darfst jetzt hier einfach mal direkt weitermachen. Geh ans Glücksrad und Amir wird jetzt drehen. Okay, und Amir wird jetzt drehen, Leute. Was wird er bekommen? Was wird er bekommen? Und die Nummer 1 hat Amir. 1 ist die beste, okay. Ich weiß das schon. 1 könnte auch strong sein, wer weiß. Vielleicht ist das die Nummer 1, macht das Ding weg. What? Oh mein Gott, ein Original Lamborghini. Ja, nehmen wir mit. Da sagen wir nicht nein zu. Oh mein Gott, Leute. So. Amir und Russig bis jetzt richtig gute Autos gezogen. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch sowas Gutes hier, Leute. So, komm, ich gehe jetzt hier auch mal am Glücksrad drehen. So, hier einmal drehen, Leute. Let's go. Oh, komm, bitte gönn doch. Bitte gönn. Ich will auch was Gutes bekommen, Bruder. Oh, die Nummer... Neun. Die Nummer 9. Oh, ich hoffe, das ist was Gutes. Amir, kannst du für mich den Container öffnen? Ja, komm. Oh, 3, 2, 1, let's go. Sportliches. Oh. Ja, GTA Auto. Mann, GTA Auto. Ist zwar auch ein Sportwagen, Leute, aber keins von unseren gemoddeten, also von diesen Real-Life-Autos. Aber trotzdem ist gut. Ja, aber ich glaube ja, gegen euren Bugatti und Lambo ist das jetzt hier nicht so stark, ne? Aber gut, Leute, ich bringe mein Fahrzeug auch hier direkt in meine Box rein, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Okay, meine Freunde, jetzt hat jeder ein Fahrzeug bekommen. Jetzt in der zweiten Runde geht es aber darum, welches Fahrzeug man nicht bekommt. Jetzt wird jeder wieder am Glücksrad drehen und das, was jetzt kommt, diese Container werden gelöscht mit den Fahrzeugen. Wer hat gerade angefangen? Russig war das, ne? Ja. Okay, dann Russig, geh bitte ans Glücksrad und du darfst wieder drehen. So, Leute, Russig dreht jetzt hier wieder das Glücksrad. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Die Nummer 8. Okay, Russig Pupsig. Dann bitte ich dich, deinen Container zu öffnen und zu sehen, was du nicht bekommst. Es wäre ein Formel-1-Wagen gewesen. Oh mein Gott, nein. Ich meine, für euch zwei ist es gut. Ihr habt ja schon gute Autos bekommen. Für mich ist es nicht gut, wenn er ein gutes jetzt hier weggelöscht hat. Jungs, oh, ich versenk den dann jetzt. Ja, versenk den. Der arme Formel-1-Wagen. Oh Gott. Okay, Amir, mach du direkt weiter. Los, dreh das Glücksrad. Let's go. Oh, Amir, was wird Amir bekommen? Oder beziehungsweise nicht bekommen, weil die Sachen werden ja gelöscht.
Und zwar die Nummer 3. Drei wird's. Es ist Nummer 3. Okay, dann möchte ich bitten, die Nummer 3 wegzulöschen, Amir. Was ist da drin, Leute? Bitte nicht nochmal was Gutes. Okay, es war ein GTA-Auto. Okay. Ja, gut, gut. Es sind natürlich alles Supersportler, Leute, aber halt, wie gesagt, die echten Autos sind halt viel, viel besser, Leute, als die GTA-Wagen. Ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. Und auch im Wasser versenkt. So, Leute, jetzt werde ich mal hier drehen. Ich hoffe, ich kann hier überhaupt noch was Gutes bekommen, weil 3 gute Sachen sind ja schon weg. So, und wir drehen, Leute. Oh, bitte, 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 gib jetzt mal bitte was Gutes, Bruder. Bitte, komm schon. Ja, wir wissen es ja jetzt noch nicht genau. 4, 2, 4. Hier noch, bitte ein 4. gutes Auto. Bitte ein gutes Auto jetzt. 4 ist was. Eine 4 ist, glaube ich, eine schöne Zahl. Das mein, 4 ist meine Glückszahl. Ja, ein gutes Auto ist es weg. Nee, stimmt. Oh, warte. Da, nee, da ist hoffentlich was Schlechtes drin. Amir, mach bitte die Box auf für mich. Und. Let's go! Nein! Es ist ein McLaren! Nein, ich will ihn versenken. Oh mein Gott. Bruder, das kannst du doch keinem erzählen, ey. Bro, der ist nicht so gut, glaub mir. Ich finde den voll geil, Bro. Ich auch, aber... McLaren versenkt. Ich glaube, jetzt sind schon 4 gute Autos weg. Ich glaube, da gibt es gar keine guten Autos mehr jetzt. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Russik, dreh bitte das Glücksrad. Jetzt, das nächste kriegst du jetzt endlich wieder. Okay, das Glücksrad entscheidet. Ich will übrigens mit die Nummer 2. Oh. Kriegst du nicht, weil es gibt 7. Es wird die Nummer 7, aber 7 ist ja im Volksmund als die Glückszahl bekannt. Ja, die nehme ich auch. Okay, lösch weg den Hasen. Ja, gut. Also ich glaube, du wirst den Bugatti behalten, nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du den auch direkt wieder versenken. Oh, Mann. Jetzt, Amir, du darfst jetzt wieder. Dreh mal den Hasen. Let it rip! Es gibt ja jetzt auch nur noch 3 Zahlen, die übrig sind, okay? Einmal die 2, die 6 und die 10. Und das ist die Nummer 10. Also wenn ich jetzt was Gutes bekomme, dann bist du am Arsch. Ja, wenn ich was Gutes bekomme, bist du am Arsch. Wenn ich nichts Gutes bekomme, hast du nur eine Chance vielleicht. Ja, gut, ich weiß nicht, ob mehr als 4 gute Sachen da drin sind. Ich weiß es nicht. Lösch mal deine Nummer weg hier. Und? Okay, Fake Bugatti. Leute, vielleicht kann ich jetzt noch was Gutes bekommen. Die Nummer 2 und die 6 ist noch da, wenn da überhaupt noch was Gutes drin ist. Ich werde jetzt auch direkt mal hier wieder das Glücksrad drehen, Leute. Und let's go! Ey, Leute, es ist einfach nur die Nummer 2 und die 6 kann es werden. Come on. Gönn bitte das Bessere. Ich weiß ja noch nicht, was drin ist, aber gönn einfach das Bessere. Und es wird die Nummer 6, Leute. Okay. Russik, kannst du bitte für mich den Container öffnen? In 3... 2, 1, go! Nein, oh mein Gott, es ist auch was ist dann in der 2 ein Fake GTA-Auto. Ja, ey, kannst du mal, mach mal die 2 noch auf, was wäre da noch drin gewesen? Aber auch ein, ist aber ein Fake-Auto. Ist ein GTA. Also, es waren tatsächlich nur 4 gute drin. Es sind auch nicht immer doppelt, also es ist nicht immer die gleiche Anzahl an guten und schlechten Sachen drin. Das geht aber voll gut ab, das Formel-1-Auto. So, Leute, das heißt, das versenke ich. Der andere war, glaube ich, besser. Das heißt, ich habe leider kein gutes Auto aus der Challenge rausgenommen. Ami und Russik hier einen deutlichen Vorteil, aber wir gehen weiter zur nächsten Kategorie und jetzt zu den SUVs, Leute. Okay, Leute, jetzt würde ich sagen, darf ich mal zuerst drehen. Ich werde jetzt anfangen. Wir machen jetzt einfach rückwärts. Das heißt, dann als zweites Amir und dann wieder Russik. Ich hoffe, ich kriege jetzt mal was Gutes, Leute. Also bei der Supersportwagen-Kategorie war echt Schrott. Ich muss jetzt hier bei den SUVs gut abschneiden. Und es ist die Nummer 5. Meine Lieblingszahl, Brudi. 5 ist deine Lieblingszahl. Amir, kannst du für mich den Container bitte öffnen? In 3, 2, 1, gönn bitte was Gutes, let's go! Nein. Oh Mann, Leute, ich habe heute so ein Pech. Was ist das denn hier für eine Schmutzkiste? Der ist stark, der ist stark. Nein, das ist Dreck hier. Nein, der ist gut, Bruder. Okay. Kommt drauf, welche Challenge, ne? So eine Eishammer wäre, glaube ich, gut. Ja, nee, egal, Leute. Wir machen weiter. Das heißt, als nächstes Arm hier, was, dann dreh du jetzt hier auch mal wieder das Glücksrad. Let's go! Und es ist die Nummer... 2. Da drin ist jetzt ein Urus. Okay, dann mach die Nummer 2 auf. Und da, verdammt! Oh, eine Fake-G-Klasse. Okay, richtig und wichtig, dass hier mal nicht Amir was Gutes bekommt. Jungs, jetzt gemacht, Jungs. So, das heißt jetzt, Russik darf... Spin the wheel. Ja, wir spinnen das Wheel. Spin the wheel und jetzt kommt der Jackpot. Es ist die Nummer 7. Ah ja, die Jackpot Nummer 7. Okay, Jungs. Schon wieder hier 7, ne? Dann würde ich sagen, du darfst auch wieder öffnen. Halt, go!
Oh, auch ein Fake-GTA-Wagen. Auch ne. Oh, Alter, das ist noch. Gibt es doch nicht. Ey, aber jetzt in der nächsten Runde werden die Sachen weggewählt, ne? Oh nein. Oh mein Gott, es kann sein, dass jetzt so gute Autos rausfliegen. Ach du Heilige. Ernst. Okay, ja, ist mein Ernst. Das ist so, das sind die Regeln. Zweite Runde werden Sachen weggewählt. Let's go. Okay, Leute, ich werde jetzt hier wieder drehen und ich hoffe, dass ich jetzt hier schlechte Sachen wegwähle, weil, ey. Ich brauche das hoffen wir alle. Gutes, ja. Und das ist die Nummer 1, Leute. Okay. Okay, Amir, kannst du bitte die Nummer 1 für mich öffnen? Ich kann's machen. Und es wäre ein Urus mit Tulus-Tuning! Nein! Alter, Max, du bist das wäre ein getunter Lamborghini Urus gewesen. Nicht mal noch. Oh mein Gott, nein, und der ist weg, Leute. Du bist so ein Idiot, Alter. Aua. Ja, ich kann doch nichts dafür, was da kommt. Ja. So, Amir, du bist jetzt hier als nächstes dran. So, jetzt hol ich was Schlechtes raus, wusste ich, hol was Gutes raus, danach ziehe ich was Gutes. Ich ziehe jetzt was Gutes. Und es ist die Nummer 9, Amir. Du musst die Nummer 9 weglöschen. Mal gucken, was das jetzt da ist, Leute. Und weg damit! Oh, ja. Fake-Auto. Okay, gut. Gut gemacht, Amir. So, okay. Dann, Russik, möchte ich dich bitten, wieder das Glücksrad zu drehen. Bist du bereit? Okay, Mr. Russik. Die Hälfte der Sachen sind noch da. Noch 5 Zahlen. Mal gucken, was du jetzt bekommst. Hoffentlich etwas Schlechtes. Die 6. Es ist die Nummer 6. Dann möchte ich dich bitten, den Container Nummer 6 wegzulöschen. Wenn das jetzt also wieder was Schlechtes ist, dann ist eine relativ gute Chance. 3, 2, 1, go. Es ist wieder was Schlechtes. Alter. Oh, wichtig. Ey, es muss jetzt, wurde erst eine gute Sache entlüftet. Das heißt, in diesen 4 Sachen muss jetzt safe was Gutes drin sein. Ey, ich bin echt gespannt. Und ich bin jetzt wieder als nächstes dran, Leute. Ich drehe das Glücksrad. Bitte jetzt mal was Gutes. Gutes. Schlechtes. Und das ist die Nummer 8. Bitte. So, sorry. Russi, kannst du mal den Container öffnen? Tut mir leid. Ja, klar, kein Problem. Komm, bitte 3, 2, 1, let's go. Ja! Es ist ein Porsche, Bro. Hä, Ami, bist du doof? Das ist ein Porsche. Das ist ein originaler Porsche. Ah, mir Porsche. Freut sich schon. Das ist ein dicker, getunter Porsche Cayenne, Junge. Damit kann ich doch leben, meine Freunde. Okay, dann seid ihr jetzt wieder dran. Mr. Amir, du hast gerade ein bisschen Auge auf mich gemacht. Deswegen mache ich jetzt Auge zurück und wir drehen das Glücksrad für dich. Oh, bitte. Lass was Gutes sein. 4. Bitte ist es Schrott. Öffne deinen Container. Schrott. Eins von den Schrottautos, die du gezogen hast, musst du jetzt in deine Box reinstellen. Für eins musst du dich entscheiden. So, und dann ist jetzt noch Russiks letzter Zug. So, du darfst auch nochmal das Glücksrad drehen, Russik. Okay, ich drehe. Es wird gedreht. Es wird gedreht. Komm. Und es ist die Nummer 3! Okay. Öffne die Nummer 3. 1, 2, 3. Ja, okay. Die RSQ8. Auch Russik hat hier nochmal was Starkes bekommen. Relativ leer ausgegangen jetzt hier Amir. Wir können ja mal spaßhalber schauen, was hier noch in dem letzten Container drin gewesen wäre. Und es wäre ein BMW. Ja, klar. Aber dieser wird entsorgt und vernichtet werden. Den kann bekommst du nicht. Nee, der ist übrig geblieben. Warum? Der wird entsorgt, den bekommt niemand. So, die besten Autos oder das Auto, was man jetzt gleich für die Challenge benutzen will, wieder in die Box stellen. Ihr wisst Bescheid und dann kommen wir zur dritten und letzten Kategorie. Okay, meine Freunde, wir kommen jetzt zur letzten Kategorie und zwar zu den Motorrädern bzw. Fahrrädern. Ja, also das kann jetzt auch nochmal richtig viel ausmachen. Dieses Mal darf Amir anfangen, ich bin Zweiter und Russik ist Dritter. Amir, dreh das Glücksrad bitte. Let's go! Oh, es geht los. Und Amir bekommt die Nummer 9. Öffne die Nummer 9, dein Container. Und? Es ist ein Motorrad. Krass. Es ist zwar nicht das schnellste Motorrad, aber besser, es könnte auch ein Fahrrad sein. Sagen wir es mal so, Bro. So, okay. Das heißt, du kannst das Ding auch gleich mal in deine Box reinbringen. Dann würde ich sagen, bin ich als nächstes dran. Jetzt darf ich das Glücksrad drehen. Wenn ich ein Motorrad bekomme, bin ich schon zufrieden, Leute. Bitte nicht nur Fahrräder. Weil Fahrräder sind richtig schlecht für Challenges. Und es ist die Nummer 3. Okay. Russi, kannst du für mich einmal den Container öffnen? Selbstverständlich. 3, 2, 1, los geht's. Oh. Was ist das? Ich seh's gar nicht. Oh, ein Fahrrad. Es ist ein Schimmelfahrer. Das kann direkt da oben stehen bleiben. Das will ich gar nicht. Oh Mann, ey. Okay, das heißt jetzt als nächstes Russik. Okay, Mr. Russik. Was wird er jetzt bekommen? Hoffentlich was Schlechtes. Ja, ich hoffe auch. Hoffentlich ein Fahrrad, Junge. Warum macht ihr so aus? 5.
Die es fünf. Ist die Nummer 5. Dann möchte ich dich bitten, drei, auch diese zu öffnen. Drei, let's go! Oh. Auch ein Fahrrad. Ah. Okay, bis jetzt nur Armee gut abgeschnitten. Jetzt als nächstes, Leute, wir machen jetzt mal ein bisschen Freestyle. Jetzt wird jeder eine Zahl sagen, die er wegwählt, ja? Machen wir, oha, einfach schnell. Armee, fang du an. Welche Zahl soll weg? 6. Okay, das heißt, öffne die Nummer 6. Diese werden jetzt weggewählt. Das machen wir jetzt mal ohne Glücksrad. So, oh, ist ein Fahrrad. Ich sag einfach mal, Nummer 8 werde ich wegwählen. Öffne ich auch mal hier. Oh, auch ein Fahrrad, okay. Ein Fahrrad. Russik? Und Russik, was willst du weg? Nummer 10 weg. Okay, und auch, auch ein Fahrrad, okay. Alter, und jetzt die zweite Runde. Gibt's da überhaupt noch Motorräder? Wer weiß, Leute, wer weiß. Okay, das heißt, jetzt ist Armee wieder dran, weil er war ja als erstes. Ja. Armee, dein zweites Motorrad wird sein... die Nummer 4. Okay. Öffne. Bitte kein Fahrrad. 3, 2, 1. Ja! Oh, was? Das Ding back ist... Back-to-Back-Motorrad! Du darfst, wenn du willst, auch beide jetzt in deine Box reinstellen, ne? Du kannst ja, weil es wird gleich eh nochmal ein bisschen getauscht. Kannst du mal gucken? So, okay, dann bin jetzt ich als nächstes dran. Ich will auch ein Motorrad, Mann. Was ist das denn? So ein Motorrad braucht man schon, Leute. Sage ich euch so, wie es ist. 7. Oh, komm, 7 ist doch eine schöne Zahl. 7 ist doch die Glückszahl. Russik, mach mal auf den Hasen. Ey, aber ich glaube, ich habe mit 7 noch kein Glück gehabt. Mach mal auf den Hasen. 3, 2, 1. Okay, dann wisst ihr was? Dann nehme ich hier das Rennrad für mich. Russik, du darfst jetzt auch gleich nochmal drehen. Ja, so, bitte, bitte für mich nochmal. Ey, von mir kannst du bleiben, Jungs, dass ich ein Motorrad hab, ne? Nein, 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 das bleibt nicht so. Russik wird hier gedreht. 1 oder 2 ist jetzt die Frage. Und es ist die Nummer 2. Russik, öffne bitte deinen Container, die Nummer 2. Ja. Oh. Ey, was? Wir haben beide nur so Schimmel im Motorrad. Oh mein Gott. Und Armin hat ein richtig gutes Motorrad. Oha, da ist mein Motorrad. Krass. Aber egal, Leute, jetzt jeder in seine Box mit seinen Fahrzeugen, die man behalten möchte. Es müssen mindestens 3 sein, vielleicht auch mehr. Kann jeder so entscheiden, wie er will. Dann dürft ihr die Sachen jetzt nochmal auftunen und dann bitte positionieren auf den Nummern 1 bis 5, Leute. Und dann werden wir die Sachen wegwählen, Leute. Weil es kann sich jetzt nochmal alles ändern. Also kann auch sein, dass Armin jetzt seine Motorräder verliert. Das finden wir jetzt raus. Aber erstmal Tuning, Leute. So, Leute, ich habe jetzt alle meine Autos getuned hier mit meiner Farbe und alles, Leute. Und auch mit meiner Reihenfolge ausgerüstet oder beziehungsweise angeordnet. 1 bis 5, weil jetzt werden wir die Sachen wegwählen. Jetzt möchte ich euch bitten, kommt alle vor eure Boxen. Und jetzt beginnt das Voting. Okay, Leute, ich werde meine Nummer auswählen. Und zwar, ich tausche meine Nummer 3... gegen Armir deine Nummer 2. Oh nein! Aber warte, warte, noch nicht, wir werden einfach die Wand am Ende weglöschen, dann sieht man das. Also meine Nummer 3 gegen deine Nummer 2. Okay. Das heißt dann, Armir, tausch deine Nummern bitte. Ich tausche meine Nummer 1 mit Russiks Nummer 4. Okay. Russik, du darfst auch noch einmal tauschen. Okay, ich tausche meine Nummer 3 gegen deine Nummer... 5. Okay, Leute, dann werden wir jetzt die Wand weglöschen und jetzt wird sich alles enthüllen. Also erstmal, warte mal ganz kurz, wir müssen jetzt hier erstmal durchschauen. Ich habe hier mein Fahrrad gegen die Nummer 2, also meine Nummer 3 war das hier, das Fahrrad, ja, gegen Nummer 2 von Armia. Was habe ich bekommen? Ah, okay, ja gut, ein Fake Bugatti, na, könnte schlimmer sein. So, ich habe meine Nummer 4 gegen Russland. Ja, gegen mein Bugatti. Aua, aua, das tut ja weh. Oh, aber Russik hat mir auch was Gutes abgezogen. Ja. Ich hab dir so einen Drecks-Jeep gegeben gegen... Du hast mir den, aber auch ein GTA-Auto, diesen Fake-Wagen, diesen Krieger hast du mir abgezogen. Kannst du auch tauschen jetzt hier. Und damit stehen die Autos fest, Leute. Wir werden jetzt 3 Kategorien machen. Einmal ein Rennen, Sumo-Battle und noch einmal die Eisrampe, meine Freunde. Und jeder darf dafür ein Auto nehmen. Meine Freunde, wir starten mit dem Sumo-Battle. Wählt eure Fahrzeuge aus, welche ihr dafür verwenden wollt. Okay, Leute, Sumo-Battle, da brauchen wir auf jeden Fall was Starkes. Ich glaube, fast dafür werde ich den Wagen hier nehmen, Leute. Ist eigentlich so das Stärkste, was ich habe, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann treffen wir uns auf der Sumo-Battle-Map. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, es geht los. Let's go! Hier ein Free-for-All. Armin hat ein Motorrad, der Bummi. Hilfe! Er hat ein Motorrad. Oh, er hat aber ein Motorrad mit Sprungfunktion. Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Armin kann springen. Wie krank ist das denn? Das ist ja richtig unfair. Aber egal. Wenn man ihn erwischt, dann fliegt er aber runter. Ich kümmere mich mal hier um Russik. Bam. Bam. Oha, oha. Porsche gegen... Und auf Max landen.
Oh nein, nein, nein. Oh, ja, jetzt weg mit dem Spitzberger. Spitzberger. Weg mit dem Schmutz. Ja! Nein! Ah, ist raus. Sehr gut. Weg mit dem Schmutzberger. Jetzt Audi RS Q8 gegen Porsche. Outplayed. Oh mein Gott, er hat mich wirklich outplayed. Outplayed. Komm, komm, komm. Okay. Weg mit dir. Okay, okay. Max ist stärker als der RS Q8? Porsche Power. Outplayed, 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 outplayed. Er ist aber schneller als ich. Und, oh mein Gott. Ich hab ihn mit Bedrängnis. Ja, nein, jetzt hab ich mich gedreht. Oh, wie blöd. Oh. Wow. Sehr, sehr spannendes Sumo-Battle hier. Oh, zwei starke Fahrzeuge auch. Wow, 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 wow. Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Nein, ich krieg ihn da nicht raus. Oh mein Gott, mein Porsche ist auch schon so geschrottet, Digga. Bam. Oha. Meiner braucht länger, um Schub zu kriegen. Nein, 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 ich hab dich doch gerade gut in deinem Gedrängnis. Jetzt weg mit dir. Come on, ey, das ist so ein hartes Battle hier. Ey, was ist hier gib los? Gib doch meine auf, endlich! Das Battle Alter. Um Leben und Tod. Komm, ich jabate dich jetzt hier hin. Jabate mich. Alles oder nichts. Alles oder... Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott. Ey, komm zurück! Komm zurück! Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Ey, Russ, der Großsack fällt um! Nein, nein, nein. Nein, schnell drin, schnell drin. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Nein! Oh mein Gott. Och, Max! Ey, Bruder, was ist das für ein Battle? Digga, er ist viel schneller als ich. Ja, die Beschleunigung er kann, ist krank. Seine Beschleunigung ist krank bei dem RS Q8. Ja, das er. Ja. Jetzt hab ich ihn. Ich hab ihn. Nein. Oh mein Gott. Max, du bist weg. Max, schreck ihn. Nein. Oh mein Gott. Und der Gewinner ist Rustik bei der ersten Challenge. Okay, Leute, jetzt kommen wir als nächstes zu einem Rennen. Ihr habt jetzt alle in eurem Navigationssystem eingespeichert. Oh, das beste Auto hier auf jeden Fall Amir. Dann würde ich sagen, wer zuerst da ist, bekommt den Punkt. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Oh, Leute, Leute, Leute. Amir hat auf jeden Fall das schnellste Auto. Oha, Rustik, aber auch ultra schnell. Bro, ich hab dein Auto. Hä, warum ist der denn so schnell, obwohl das nur ein GTA-Auto ist, ne? Bro, frag mich nicht, aber das war deiner. Ah, let's go, let's go. Wir müssen schnell hinterher, Leute. Amir sogar ganz alles hinten easy. Aktuell. Macht Fehler. Ich weiß, ich hab lange ja, es geht natürlich auch darum, keine Fehler zu machen, ne? Also, ich glaube, Schnelligkeit ist in dem Fall... Oh nein! Nein, oh mein Gott. So, Russik hier den ersten so Fehler. Getrashed. Digga, Amir, du Stück Müll. Amir, du Stück Müll. Ja, er hat auch gecrashed. Oh mein Gott, dieser Stadtverkehr. Let's go. Oh, da kommt Russi wieder. Du hast gerade geschoppt. Ich bin weggegangen, du hast dich Auto geknallt. Ja, da ist Russi wieder angefetzt. Jetzt geht's gleich auf den Highway. Ja, ich schnapp mir euch an. Kilometer. Ach, Russi, du bist so... Ey, so, Armin, crasht richtig und wichtig. Wieso? Ich hab doch alles... Richtig und wichtig, richtig und wichtig. Oh, Leute, mein Wagen, aber der ist jetzt schon bei 220 km/h, hört er schon auf, schon Endgeschwindigkeit. Voll langsam die Kiste. Oh, wow, 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 wow. Oh, gut durchmanövriert. Oh! Ey, Rustik, Mann! Ja, bitte? Rustik, so ein 31er. Alter, Amir fetzt auf der anderen Seite vorbei, Rustik, Dummkopf. Ey, das bin ich Erster? Ja, Amir ist gerade Erster. nein, so Leute. Muss das sein. Er komm, denkt, gib er alles. Der Wagen ist echt nicht so schnell, meiner. Der ist wirklich nicht so schnell. 250 km/h, 260, komm schnell. Oh, Amir crasht. Ja. Er hat einfach weggeschubst. Alter, Rustik ist ultra schnell mit seinem Wagen. Was ist das denn? Ey, Bro, ich glaube, du hast dir das falsche Fahrzeug gegeben, ne? Nee, den hast du dir ja ausgewählt. Ich hab den ja nicht weggegeben. Ja, ich weiß, aber Bro, was ist das für ein Monster? Das übelste Monster. Der ist auch so wendig des Grauens, so richtig, richtig wendig, weißt du? Oh, Leute, die letzten Meter. Es sind jetzt die letzten Meter. Wo, 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 wo. Und noch anständige Bremsen. Komm, beiseite Schmalspurer hier. Oh nein, ich glaube, Russi kann man nicht mehr aufhalten. Jungs, ich hole mir den goldenen Lamborghini. Oh. Nein, und Russik ist Erster. Ey, kann mir bitte jemand sagen, was das für ein crazy. Auto ist? Der, der ist ja ultra crazy, ultra krank. Heftig. Ey, fahr den mal. Okay, und jetzt kommen wir schon zur letzten Kategorie, und zwar der Eisrampe. Okay, meine Freunde, jetzt kommen wir zur letzten Disziplin, und zwar der Eisrampe. Jeder hat wieder sein Auto ausgewählt. Ich würde sagen, Amir, fang du einfach mal an. Wir werden jetzt hier mal Amir beobachten. Meine Freunde. Der wird das auf jeden Fall wieder hier... Regeln, wir beobachten ihn hier mal direkt. So, und der Bugatti, den kennen wir schon aus den Experimenten. Der ist immer sehr, sehr gut. Okay, bis 50 Meter, 65, 65, 70, 75, 80. Und er fährt bis nach ganz oben. Juckt ihn einfach nicht. Und bis nach ganz oben. Juhu. Okay, sehr, sehr crazy. Dann würde ich sagen, Rustik, mach du als nächstes. Er hat hier ich bin gespannt. Er hat hier einen GTA-Sportwagen. Ja, komm, let's go. Ein Furia oder so. Mal gucken, wie gut der abschließt. Ich habe auch einen GTA-Sportwagen, aber irgendwie nicht so geil.
Mein mal, 40, 50, bis jetzt easy, 55, oh, 60. Doch, der geht gut. Geht eigentlich auch gut, hält sich gut. Der geht gut, hä, der geht GTA gut. GTA OG-Auto, oh, auch da, bis wow. nach oben geschafft. Sehr, sehr aber crazy. Dann komme ich jetzt nochmal hier hinterher. So, mal gucken, Leute, was die Kiste hier kann. Und beschleunigen ist halt ein Heckantrieb, ne? Das sehe ich schon, ist ein Heckantrieb. Aber bis jetzt läuft sogar noch ganz gut. Wird oh, langsam was? Etwas langsamer. Oh nein, er kommt hoch. Nein, guck mal, nein, Mann. Kurz vorm Ende. Ja. Oh Mann, Leute. Digga, Hauptsache nicht letzter. Und der Gewinner der Game Show ist somit Russik. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen goldenen Puh. Bugatti. Danke schön, Junge. Gerne, viel Spaß damit. Ich hab immer an alle geglaubt. Bis zum nächsten Mal. Leute, ciao. Das soll es gewesen sein. Wenn euch die Game Show gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare, mit wem wir das nächste Mal wachen sollen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Kramix.